Im IFA-Report 2017 habe ich hier die Firma Silkin erwischt, die Beauty nach Hause bringen. Da wollte ich eigentlich mit dem Product Manager sprechen. Jetzt läuft mir der Falk Willi Wild, bekannter Schauspieler unseres Landes, über den Weg. Jetzt muss ich mit dem mal reden. Falk, grüße Sie recht herzlich. Ja, also ich bin auch nur zufällig hier vorbeigekommen, das muss ich einfach mal sagen, und bin sehr, sehr angetan von diesen ganzen Geschichten. Also Schönheit, machen wir uns da Sorgen? Wie geht's also, Ihnen? Also wir beide glaube ich nicht, aber mal allgemein gefragt, was bedeutet Ihnen Schönheit, gutes Aussehen, Beauty? Naja gut, also bei Frauen ist es natürlich das A und O, aber was die Frauen uns beigebracht haben die letzten 20 Jahre, wenn wir ehrlich sind, wir können uns auch mal ein bisschen Mühe geben. Und das finde ich ja nur richtig. Das heißt also, das, was wir früher so mit einem Pfeffersalzmantel noch machen konnten, ist heute alles nicht mehr, sondern wir müssen sehen, dass wir richtig gut, lecker, gepflegt aussehen. Und das sind alles die Produkte, die ich glaube, brauche. Das heißt, ich lasse mir erklären, nicht, dass ich manche nicht kenne, aber ich lasse mir erklären und finde, ja, wir können uns auch mal ein bisschen schön machen. Tut gut. Ist das auch ein bisschen neue Welt für Sie, weil bei Silkin, also bei diesem Unternehmen ist es ja speziell so, dass die alles, was so klassisch die Dame im Studio hat machen lassen, das kann man ja wirklich zu Hause tun. Ist die Welt schon bei Ihnen angekommen oder ist das wirklich hier mal schnüffeln und schauen, was es gibt auf der IFA? Da das Pflegestudio bei mir noch schon nicht angekommen ist, ist natürlich das jetzt ganz neu. Das sind also alles Gerätschaften, wo ich so denke, okay, sieht aus wie ein Rasierapparat, wird es wahrscheinlich nicht sein. Ansonsten ist bei mir immer Duschen angesagt und dann ist das okay, aber... Ich würde das gerne mal ausprobieren, ob es wirklich diesen Effekt hat, denn ich habe gehört, Männerhaut und Frauenhaut unterschiedlich, weil Frauenhaut so strukturiert, Männerhaut ist, ja, dadurch schön straff in diesem Karo. Und ja, ich gucke mich da einfach mal um und es sieht sehr futuristisch alles aus, was ich hier sehe. Gibt es aus Falk Willi Wilds langem Leben irgendeine Beauty-Panne, mal völlig die falsche Creme benutzt, ausgesehen wie ein Orangutan? Gibt es irgendwas? Bräunungscreme war ganz toll. 90er haben wir Bräunungscreme so gerne genommen. Hatte ich 90er gesagt? Nein. Also, aber wir haben Bräunungscreme genommen und wir haben hier unten aufgehört. Und es war so schön, weil man hatte so eine Maske, man hatte so etwas, ich war im Urlaub, nur der Hals war nicht im Urlaub. Schade eigentlich. Und dann habe ich noch einmal Höhensonne. Nie dabei einschlafen. Am nächsten Tag, das ist ein Wahnsinn. Weil ich meine, hautmäßig könnte man das sowieso, jeder Hautarzt würde sagen, um Gottes Willen, lassen Sie sich nochmal untersuchen. Aber Höhensonne, auch diese Solarium-ganze Geschichte und sowas, ne, machen wir es nicht mehr. Wir machen es einfach nicht mehr. Also es gibt schon ein paar Sünden, die man machte. Einfach natürlich, warum? Um schön auszusehen. Ja, geht uns genauso. Ist überhaupt kein Thema. Also ja. Ich würde sagen, Verona hätte früher gesagt, hier wird Ihnen geholfen. Ja. Schauen Sie sich einfach mal um. Ich sage Dankeschön und eine tolle IFA. Danke Ihnen. So, jetzt schaue ich mal, was der Product Manager von Silkin mir zu erzählen hat, ob das alles so seine Richtigkeit hat, was der Falk Willi Wild von sich gegeben hat und ob man ihm mehr helfen kann. Kommt mal mit, ich suche mal den Marc. Meine Suche war erfolgreich. Ich habe einen, muss ich sagen, wahrlich hochgewachsenen Mann gefunden, aus dem Product Management, der Marc Eismann. Herr Eismann, ich hatte schon mal das Vergnügen, bei Silkin berichten zu dürfen. Mir kommt das alles ein bisschen freundlicher, strahlender vor, als es sonst der Fall war. Täusche ich mich? Nein, da liegst du ganz richtig, Andi. Wir haben unser Produktsortiment erweitert, haben unsere Farben ein bisschen freundlicher gestaltet, wir haben eine Produktlinie kreiert, alles ist im Weiß-Silber-Look. Wie du nachher noch mal sehen wirst. Und wir haben weiterhin die Produkte Haarentfernung, aber auch Gesichtsreinigungsbürsten. Und vor allen Dingen Körperstraffung ist ein Thema dieses Jahr. Haarentfernung ist, finde ich, eigentlich interessant, weil ihr betreibt das ja schon viele Jahre. Gibt es da schon wieder in Anführungsstrichen eine Neuentwicklung, ein neues Produkt? Oder ist da auch mal irgendwo der Volksmund sagt Ende der Fahnenstange? Nein, das wäre schade, wenn es irgendwann vorbei wäre. Es gibt natürlich immer Neuentwicklungen. Zum Beispiel haben wir ein neues Gerät, was nun auch Frauen mit besonders blonden Haaren den Vorteil bietet, dass sie sich mit dieser dauerhaften Haarentfernung behandeln können. Und des Weiteren haben wir Geräte, die zum Beispiel von selbst auslösen. Der Hautsensor erkennt die Haut von selbst, stellt sich alleine ein und gibt dann den entsprechenden Impuls ab für die Haut. Das heißt, da geht es noch weiter. Was mir aber dann aufgefallen ist, ein Föhn, ein Spiegel. Was war da der Vater des Gedanken, jetzt solche Produkte ins Sortiment mit aufzunehmen? Weil euer Sortiment ist eh schon sehr umfangreich. Ja, das kam eigentlich von unseren Kunden. Unsere Kunden haben uns gefragt, Mensch, ihr habt so tolle Geräte für die Haarentwicklung, aber wir brauchen auch was Banales, zum Beispiel wie ein Haartrockner. Und auch da haben wir was Neues jetzt auf dem Markt, ein Haartrockner, der sich anpasst an die Optik der gesamten Range. Aber der hat zum Beispiel keine Knöpfe mehr, sondern den bedient man über einen LED-Touch. Auch ganz was Neues. Dann habe ich natürlich hier vorher schon so ein bisschen rumgeschnüffelt. Dieser Kosmetikspiegel, der hier ausgestellt wird, das ist nicht nur ein Spiegel. Nein, das ist ein Spiegel, eigentlich ein Standspiegel für zu Hause, wie man ihn im Bad hat.
Aber diesen Standspiegel kann man entnehmen und als Handspiegel benutzen. Ganz einfach mit für die Reise, für unterwegs. Und dieser Spiegel lädt sich von selbst auf. Der hat eine Induktionsladeschale, die gleichzeitig eben der Stand ist für den Spiegel. Die muss ich aber dann nicht mitnehmen, weil da sind ja heutzutage starke Akkus drin. Kann ich da mal eine Woche mit in Urlaub fahren und den jeden Tag benutzen? Ja, den können Sie bis zu 120 Stunden benutzen, diesen Spiegel. Und der hat dann sowohl ein Tag- als auch ein Nachtlicht. Also wenn man sich abends noch mal schnell sein Make-up auffrischen möchte als vor der Party, dann kann man auch das Nachtlicht benutzen. Also eine tolle Weiterentwicklung eines normalen Spiegels fürs Bad. Also da lernen wir wieder draus. Bei Silkin geht es immer weiter. Wir beobachten das gerne weiter. Lieber Marc, herzlichen Dank. Tolle IFA und gute Zukunft für Silkin. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Da haben wir was dazugelernt und jetzt schauen wir mal, was der Falk Willi Wild sich hier erklären lässt. Vielleicht kann ich das ja auch benutzen. Wir sind ja so beide gleich schön. Ich gehe zum nächsten Stand. Auf Wiedersehen.